Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Großer Andrang bei den Mindener Holztagen 2012 auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Pulsche Heide. Schon wegen des erheblichen Krachs zogen die Speedcarver die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich. Sie machen Kunst mit der Kettensäge. Nur 30 Minuten lassen sie aus einem Stück Stamm eine Holzskulptur entstehen, alles mit der Motorsäge. Ruhiger ging es bei den Rückgepferden zu. Die kraftvollen Kaltblüter und ihre Besitzer demonstrierten, wie noch vor rund 50 Jahren gefälltes Holz aus dem Wald transportiert wurde. Arbeit, die heutzutage meist von Maschinen erledigt wird, teilweise zum Schaden des Waldbodens. Die Weiterverarbeitung des Holzes erfolgt auch heute noch häufig per Muskelkraft. Für alle mit einem etwas üppigeren Geldbeutel empfiehlt sich aber auch diese Methode des Holzspaltens.